ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel sicher schon gesehen habt, geht es heute um die Favoriten von mir für den Monat Mai. Ich habe jetzt das einfach nur wieder Favoritenvideo genannt, weil ich eigentlich nur Top-Produkte habe, die ich euch zeigen kann. Aber ich habe ein Flop-Produkt. Und ja, es ist aber halt nur eins, deswegen habe ich das jetzt nicht Top und Flop genannt, sondern nur Favoritenvideo, weil ich Gott sei Dank auch in diesem Monat wieder wenige Flops hatte. Wie gesagt, eigentlich nur ein. Und ja, ich fange jetzt direkt mal an, weil es sind einige Produkte und es ist ja jetzt auch keine Review oder sonst irgendwie was. Deswegen sage ich nicht so viel zu den einzelnen Produkten, außer die, die ich euch vielleicht noch nie gezeigt habe oder so. Und ich versuche einfach so relativ zügig durchzukommen, weil es doch einige Dinge sind. Ich mache jetzt einfach mal so querbeet. Ich habe mir hier alles einfach so mal in eine Glossy-Box getan und andere steht hier der ganze Tisch voll. Ich fange mal an mit den Haarprodukten, was ich mir nach der Haarwäsche ins feuchte Haar reinsprühe. Also über Shampoo und Spülung und Kuren und so weiter kommt wahrscheinlich noch ein Video. Ich teste aber gerade wirklich vieles aus. Aber was ich zurzeit einfach eigentlich immer benutze, ist in das feuchte Haar vor dem Föhnen, eigentlich vor dem Kämmen sogar. Habe ich euch aber, glaube ich, auch schon mal gezeigt, das Clisco Hair Repair Oil Nutritive Express Repair Spülung. Das sind so mit 7 verschiedenen Ölen, auch so zum Schütteln. Und sofort leichte Kämmbarkeit und Anti-Spliss für längeres, splissanfälliges Haar. Und damit, finde ich, lassen sich hervorragend die Haare durchbürsten. Und das sprühe ich halt, wie gesagt, immer ins feuchte Haar. Und bevor ich bürste. Und dann lässt sich das nasse Haar perfekt bürsten. Und ja, bei Anti-Spliss kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber wenn es eine Wirkung hat, dann ist es natürlich gut, weil ich neige zu Spliss. Dann, was ich auch noch reinsprühe, meistens beides gleichzeitig dann. Und dann bürste ich das durch oder auch nacheinander, ist unterschiedlich. Ist von Ghoul, das sieht so aus. Das ist prachtvoll lang für langes Haar. Für Ansatz, Längen und Spitzen. Und zwar ist das mit Aloe Vera, Milch und Zitronengras ein Haarmilchspray. Spendet trockenem, strapaziertem Haar sofort Feuchtigkeit für gesund aussehendes, glänzendes Haar bis in die Spitzen. Und ja, hilft gezielt, trockenes, brüchiges Haar bis in die Spitzen mit Feuchtigkeit zu versorgen. Repariert Spliss, spürbar Geschmeidigkeit und Glanz. Das finde ich ganz toll. Also ich habe den Eindruck, dass diese beiden, seitdem ich das benutze, meine Haare etwas wie soll ich das sagen, gesünder aussehen lassen, beziehungsweise sie lassen sich halt leicht kämmen. Sie wirken danach sogar noch glatter, weil ich habe ja eigentlich nicht so glattes Haar. Und sie glänzen auch ein Tick mehr. Ich weiß halt jetzt nicht so genau immer, an welchem Produkt das dann liegt, dass sie glänzen. Ich benutze ja mehrere Sachen und ja, werde darüber auch noch berichten. Aber diese beiden Sachen kann ich eigentlich nur empfehlen und finde ich wirklich gut. So. Das war jetzt mal was für die Haare. Dann zeige ich euch das Gesichtswasser, was ich immer benutze. Und das ist von L'Oreal. Seht ihr, das ist jetzt so zur Hälfte. Das benutze ich eigentlich jeden Abend. Und zwar ist das von Hydra Active 3. Von dieser Dermo-Expertise oder wie das heißt, habe ich ja auch meine Gesichtscreme. Die habe ich euch ja auch gerade gestern oder vorgestern in meinem DM-Haul gezeigt. Und Hydra Active 3, dazu gehört dann dieses ja, Gesichtswasser, genau, hydratisiert, belebt und klärt für trockene und sensible Haut, weil ich ja zu trockener Haut neige, wie ihr ja wisst. Und das benutze ich jeden Abend auf die gereinigte Haut mit einem Wattepad und das finde ich einfach super, weil das ist so ein bisschen milchartig. Also nicht nur, weil es auch so aussieht, so trüb, sondern es ist schon ein Wasser, schon ein Gesichtswasser, aber ist so ein bisschen milchig, gelig und ja, mag ich total. Also es spendet auch Feuchtigkeit und das benutze ich jeden Tag und habe ich auch, wie gesagt, im Mai jeden Tag benutzt. Dann, um mein Gesicht zu reinigen, das mache ich aber nicht jeden Tag, weil ich, ich reinige mein Gesicht natürlich jeden Tag, aber das, was ich euch jetzt zeige, ist diese Bürste, die habe ich euch, glaube ich, schon mal in einem Haul gezeigt und auch gesagt, dass ich euch dann demnächst mal sage, mit welchen Produkten ich das verwende. Und diese Bürste verwende ich aber nicht jeden Tag, das wollte ich sagen, weil man soll ja auch nicht jeden Tag peelen, das ist ja viel zu aggressiv für die Haut und diese Bürste ist ja fast wie ein Peeling. Also ich bin mir nicht so sicher, ob man die jeden Tag benutzen darf oder ob man das mit einem Peeling jetzt vergleichen kann,
Aber ich benutze zwar Reinigungsmittel und Waschcreme und so zwar jeden Tag, aber die Bürste eigentlich immer nur so jeden zweiten, dritten Tag. Und ansonsten mache ich das Waschgel ganz normal mit den Händen und so weiter, ne? Ja, aber diese Bürste, wenn ich sie benutze, anstelle von einem Peeling benutze ich die dann. Nehme ich die zusammen mit, habe ich es noch nicht so oft benutzt, aber die letzten Male habe ich es benutzt eben mit dieser Bürste. Und zwar ist das von L'Oreal, das Perfect Clean Mussige Waschcreme, Clean Pot, reinigt tiefenwirksam und beruhigt, auch wieder für trockene und sensible Haut. Und hier, wie ihr sehen könnt, ist ja auch so ein Pad dabei, das kann man dann so rausholen und es ist auch so ein kleines Schwämmchen, das kann man sich dann so in die Finger hier machen. Ist eigentlich praktisch, ist keine dumme Idee, ne? Und es ist ja auch hier so mit Noppen und dann macht man sich eben hier das drauf, also vorher macht man es ein bisschen nass, dann hier drauf und verreibt man es. Und dann kann man das einmassieren. Ist, wie gesagt, keine blöde Idee, das hier so zu machen, aber ich mag das irgendwie nicht. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber irgendwie mag ich das nicht. Das heißt, ich benutze einfach die Bürste mit diesem Waschmus und das schäume ich einfach dann total im Gesicht dann auf und dann rubbel ich mit der Bürste ein bisschen und das hat dann für mich, wie gesagt, diesen auch leicht peelenden Effekt und dann schäume ich das auf und dann tue ich das abnehmen wieder und ja, dann das Gesichtswasser danach und wenn ich die Bürste nicht benutze, wasche ich es einfach mit den Händen. Genau, das. Dann, was ich sehr oft im Mai benutzt habe, habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt, wo ich euch die Art Deco Foundation Leg Spray oder wie auch immer das hier gezeigt habe, habe ich euch den Selbstbräuner fürs Gesicht gezeigt. Also momentan habe ich jetzt keinen mehr drauf, weil ich jetzt gerade überlegen bin, ob ich mir den von Clinique hole oder nicht. Also ich werde mir ihn wahrscheinlich schon holen, nur weiß ich nicht wann. Wenn ich das nächste Mal im Douglas bin wahrscheinlich. Aber den habe ich im Mai zumindest wirklich sehr, sehr häufig benutzt, abends. Manchmal so zwei, drei Tage nacheinander. Da hat die Bräune ja ein bisschen angehalten und dann, wenn sie weg war, dann mal wieder gesprüht. Habe ich euch ja in dem Video schon ein bisschen was drüber erklärt. Auch wie ich es benutze, könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr wollt. Und das ist jetzt nur fürs Gesicht und das habe ich sehr oft im Mai benutzt. So, dann was ich jetzt seit ja, so über einer Woche habe. Okay, da war es jetzt eigentlich schon Juni. Hätte ich jetzt eigentlich das nächste Video reinmachen müssen, aber irgendwie habe ich es jetzt, seitdem ich es habe, jeden Tag benutzt. Und ich glaube, im Mai gab es noch gar nicht, aber ist egal, zeige es euch trotzdem, ist ein Deo. Und zwar weiß ich nicht, ob ihr es gewusst habt, aber es gibt von Axe jetzt ein Parfüm für Frauen. Und zwar gibt es jetzt so eine neue LE, die heißt Anarchie for Her. Und dann gibt es auch noch, das andere heißt natürlich Anarchie for Him. Und das sieht jetzt so aus, das für Männer gibt es auch und jetzt gibt es, wie gesagt, in dieser LE auch ein Deo für Frauen. Das finde ich richtig cool, ich musste es mir einfach kaufen, ohne jetzt irgendwie auch groß dran gerochen zu haben, weil ich finde ja schon die Axe Deos für Männer sehr cool, haben immer ein geiles Design, riechen sehr gut und ich glaube auch die Wirkung von Axe Deos, soweit ich das immer so mitgekriegt habe aus meiner Umgebung, sollen schon sehr gut sein. Und dann habe ich mir gedacht, dann muss das für Frauen auch gut sein, nehme ich einfach mal mit. Und ich finde den Duft sehr gut, ist sehr sommerlich, riecht so ein bisschen fruchtig, vanillig irgendwie, aber nicht zu süß, schon eher so nach Deo, sage ich mal. So dieser frische Deo-Geruch, aber wie gesagt auch so ein bisschen fruchtig noch dazu. Und ja, aber nicht zu aufdringlich und ich finde es einfach super. Also das mag ich total, seitdem ich das jetzt habe, benutze ich es jeden Tag. Und das hier steht auch drauf, Deodorant und Body Spray. Also man kann es natürlich auch so mal komplett als Body Spray verwenden, weil es ja doch sehr gut riecht. Oder nach dem Sport oder so, nach dem Duschen, könnt ihr einfach so mal euch einsprühen damit. Und ja, müsst ihr mal gucken, es war ein bisschen versteckt, habe ein bisschen gesucht, weil bei den Axe Deos für die Männer stand es ja nicht dabei. Und bei den Frauen habe ich echt, ich stand glaube ich 10 Minuten vor diesem Regal und habe dieses blöde Deo nicht gefunden, ja, bis ich irgendwann mal diese kleine Kuhle da gesehen habe, wo sie drin waren. Aber es gibt es jetzt auf jeden Fall und ich hoffe, dass es jetzt Axe Deos für Frauen nicht nur innerhalb dieser LE gab, sondern dass es auch da zukünftig Deos gibt. Also das fände ich ganz cool, das wünsche ich mir. So, dann zeige ich euch noch, was ich sehr oft benutzt habe, um Nagellack zu entfernen, beziehungsweise um Glitzernagellack zu entfernen, ist von Essence von Studio Nails Better Than Gel Nails, dieses French Nail Tip Remover. Und zwar ist das dieses Döschen, wo eigentlich dafür da ist, von Essence, diese
French Nails, diese weißen French-Spitzen, die es gibt zum Aufkleben sozusagen, um die zu entfernen. Und dieses Pöttchen finde ich einfach super, um Glitzernagellack zu entfernen. Also für normalen Nagellack benutze ich das natürlich nicht, da benutze ich den anderen Nagellackentferner. Aber für Glitzernagellack finde ich das super, dieses Pöttchen. Ist auch gar nicht teuer, kostet glaube ich um die 2 Euro oder 2,50 vielleicht. Also ich meine, ja, es geht, Nagellackentferner ist billiger. Aber ich habe auch keine Lust, Glitzernagellack da 3 Stunden da zu rubbeln mit so einem Pad und 50.000 Wattepads zu benutzen. Ich zeige euch mal, wie das von innen aussieht, ohne es jetzt auszuleeren. Und zwar, naja, seht ihr das, da sind so Lamellen drin und... Ah ne, ist nicht rausgetropft, aber ihr habt es gesehen, es war kurz davor. Oder doch? Ne, es hängt nur hier am Rand. Okay, ich tue es nicht mehr so arg kippen, als ihr seht es. Es sind Plastiklamellen in Pink und das ist wirklich so Plastik und in der Mitte ist halt wie gesagt ein Loch und dann steckt man seinen Finger da rein und dann ist natürlich Nagellackentferner drin und dann kann man so seinen Finger reinstecken und dann kann man ihn so drehen an diesen Lamellen entlang sozusagen, dann sind dann hier so diese Bürsten, diese Lamellen und dann eben der Nagellackentferner drin. Und dann, wenn man den Finger dreht, dann dreht man quasi an diesen Lamellen. Oder man geht so hoch und runter, dann reiben diese Lamellen so oder so, je nachdem. Ich mache das immer so unterschiedlich, mal drehe ich, mal gehe ich hoch und runter. Und das muss man wirklich nur ein paar Sekunden machen, mit einem Finger geht raus und schon ist eigentlich fast alles weg. Vielleicht ist da nur noch so ein bisschen Glitzer auf den Nägeln, dann nehme ich mir ein normales Wattepad mit Nagellackentferner, gehe einmal drüber und schon ist es weg. Also es geht wesentlich, wesentlich, wesentlich schneller wie nur alleine mit Wattepad und Nagellackentferner. Und ja, das benutze ich wirklich sehr gerne, weil es dauert wirklich nicht lange. So, das waren jetzt alle meine so Beauty-Produkte, die ich sehr gerne und sehr häufig im Mai benutzt habe. Bestimmt noch einige mehr, aber die habe ich euch dann auch bestimmt schon mal gezeigt. Ich möchte euch ja nicht jeden Monat die gleichen Sachen zeigen. Ich habe ja auch All-Time-Favorites, die ich wirklich immer benutze. Dann komme ich jetzt mal zur dekorativen Kosmetik. Was ich unter die Foundation immer benutze, ist Catrice. Prime and Fine habe ich euch auch schon mal gezeigt, sage ich auch nicht mehr so viel drüber. Ist schon meine zweite Dose. Habe ich letztens gekauft. Das ist schon die zweite Dose, benutze ich immer jeden Tag unter meine Foundation. Und finde sie super, ist auch nicht so teuer, ich glaube zwischen 3 und 4 Euro. Also für einen Primer zumindest, weil die sind ja meistens relativ teuer. Den liebe ich. Dann, was ich auch liebe, ist mein Bronzer von Catrice, den Sun Glow. Den brauche ich auch nicht mehr viel dazu zu sagen, in der 020 Deep Bronze. Den gibt es ja auch im Standardsortiment, wie ihr sehen könnt. Der Schrift, da steht ja überall so Sun Glow drauf. Kann man nicht mehr überall erkennen und es hat auch schon eine leichte Kuhle. Also ich benutze den auch wirklich jeden Tag zum hier unten konturieren. Das ist ja wirklich nicht viel, wo ich da benutze, nur hier unten zu konturieren. Und dafür, finde ich, habe ich ihn schon sehr gut gebraucht. Wirklich jeden Tag benutze ich den, wirklich. Dann, was ich auch jeden Tag benutze, sind die Augenbrauen-Gele von Alverde. Da hatte ich ja zuerst das Durchsichtige in Transparent. Und jetzt seit neuestem habe ich den Braunen, seitdem es den gibt. Und ja, da kann ich nur dazu sagen, dass ich beide ganz toll finde. Den Braunen benutze ich jetzt nicht immer so, weil es ist natürlich ein anderes Braun, wie, ja, weil ich ja schwarze Haare habe. Den benutze ich nur manchmal. Aber das Durchsichtige benutze ich sehr gerne fast jeden Tag. Und ich finde es sogar besser wie das von P2, was ich vorher hatte. Das muss ich definitiv sagen. Auch wenn der jetzt teurer ist, wird der von P2. Obwohl ich gar nicht weiß, ob es den von P2 noch gibt, weil als ich den gekauft habe, wollte ich ja den von P2 kaufen und dann gab es ihn ja nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob er nur ausverkauft war oder ob es ihn gar nicht mehr gibt, das kann ich euch nicht sagen. Aber falls es ihn noch gibt, werde ich mir trotzdem den Alverde in Zukunft kaufen, weil ich den wirklich, wirklich gut finde. Wirklich gut. Es, ja, kleben die Härchen einfach schön so ein bisschen aneinander und sind schön in Form und bleiben in Form und der Braune ist auch ganz cool. Ja, auch mein Akku ist schon wieder rot. Machen wir jetzt mal noch schneller, ne? Dann, was ich auch sehr, 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 sehr häufig benutzt habe, sind die Shiseido Shimmering Cream Eye Color. Und zwar habe ich euch die ja schon mal gezeigt, deswegen machen wir das jetzt auch schnell. Und zwar sehen die so aus. Dieser rosa Ton habe ich ja auf der iClam Party im Goodie Bag gehabt. Den habe ich sehr oft benutzt, könnt ihr ja sehen, der war ja oben ziemlich gerade. Habe ich sehr oft benutzt, finde ich eine ganz, ganz tolle Farbe. Soll ich euch jetzt nochmal swatchen? Machen wir. Das
Swatch ja so gerne. So, das ist der schöne Rosaton. Jetzt ist ja natürlich das Licht gerade ein bisschen doof, ne? Das ist ein Rosaton. Machen wir nochmal das Licht an. Ja, schimmert schön rosa. So, meine Lieben, der Akku war doch leer gewesen. Aber wir waren stehen geblieben bei den Shiseido Eye Shimmering Eye Creams. Den Rosan habe ich euch ja schon gezeigt und geswatcht. Habe ihn jetzt leider schon weggewischt in der Zwischenzeit, wo der Akku geladen hat. Aber ihr habt es ja gesehen. Der Rosane war von der Eye Clam Party und ich habe mir ja im Anschluss, den habe ich euch ja aber auch schon mal gezeigt, diesen grünen gekauft. Ich weiß gar nicht, die Farbbezeichnung ist SV810. Irgendwie komische Farbbezeichnung. Und der Rosane PK214. Und der grüne, den swatche ich euch auch. Der sieht so aus. Upsala. Der sieht so aus. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal benutzt. So. Den swatche ich euch auch. Der sieht so aus. Ich mache auch mal kurz das Licht an, dann seht ihr es bestimmt besser. So, das ist ein schönes, schimmerndes Grün. Finde ich ganz toll, mag ich total, habe ich sehr oft benutzt. Diese beiden habe ich sehr oft im Mai benutzt und kann ich auch nur empfehlen, von der Qualität her, von der Konsistenz her, sie creasen bei mir nicht und halten den ganzen Tag und ja, kann ich eigentlich nur empfehlen. Dann als Highlighter benutze ich ja eigentlich verschiedene. Jetzt kommt gerade die Sonne. Sorry, benutze ich verschiedene, aber sehr oft benutzt habe ich den Dior. Den habt ihr ja schon gesehen, den ist ja, habe ich mir aus der USA mitbringen lassen. Und zwar ist das Powder Shimmer in der Farbe 01 Diamond Rose. Habe ich euch auch schon öfter gezeigt und der sieht so aus. Ja, kann ich jetzt euch auch nochmal swatchen, wenn ihr wollt. So, upsala, nein. Der Nachteil von langen Fingernägeln, man kommt immer irgendwie rein. So, das ist der hier, ne? Das ist ein schöner rosa Silberschimmer. Den habe ich auch sehr, sehr oft benutzt im Mai. Dann auch sehr oft benutzt habe ich den Gel Eyeliner von Catrice aus der Grosse Couture LE. Den habe ich ja sehr oft erwähnt, habe euch ja im letzten Haul auch erzählt, dass ich so zufrieden mit dem bin. Und mir jetzt auch den schwarzen Gel-Eyeliner von Catrice aus dem Standardsortiment gekauft habe, mit dem ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Habe ich auch heute drauf, auch mit dem neuen Pinsel. Da kommt aber eine Review drüber, beziehungsweise ein kleines Video, weil ich die ganz, ganz toll finde. Und dieser blaue hier, da ist nur der einzige Nachteil dieser Deckel, der, also dieses, keine Ahnung, Schaumstoffding, wo eigentlich eine Deckel gehört, der bleibt immer am Glastiegel hängen und das verklebt dann so hier irgendwie, weil ich das immer am Rand, den Pinsel immer abschmiere. Soll, vielleicht mache ich mal sauber, dann passiert das nicht mehr, aber das ist so eine Angewohnheit von mir, ich mache das immer. Und sieht halt ein bisschen verstochert aus, ne, klar, weil ich da ja immer mit dem Pinsel reingehe. Ihr könnt das mal sehen, ja. Sieht lustig aus, ja, weil ich halt immer mit dem Pinsel da so rein ditch. Aber ich finde es eine ganz tolle Farbe, dieses Dunkelblau. Sieht schon fast schwarz aus, ist halt ein sehr, sehr schönes Dunkelblau. Die Konsistenz, diese gelartige Konsistenz, ist einfach super, lässt sich auch ganz, ganz gut verteilen. Was ich auch noch oft benutzt habe, sind drei Stifte. Und zwar zwei von Kiko. Und zwar sind das die Long Lasting Stick Eyeshadows, die 8 Stunden halten sollen. Die sehen so aus. Die habe ich jetzt eine Zeit lang... Oh, hat mich fokussiert, Moment. Die habe ich jetzt eine Zeit lang nicht in den Fingern gehabt, weil, weiß ich nicht warum, einfach so. Und seit neuestem benutze ich die, aber nicht als Eyeshadow, sondern einfach für den unteren Wimpernkranz. Und zwar habe ich die in zwei Farben, und zwar in Türkis und in Lila. Einmal ist es in Türkis die Farbe 11 und in Lila die 13. Und ich finde die ganz toll, die halten wirklich lang, haben eine super intensive Farbe und ja, halten einfach wirklich lang. Und gerade weil die farbig sind, mache ich zurzeit sehr oft, mache ich euch aber auch ein Tutorial drüber, oben die Augen sehr dezent oder eher so braun oder mit so einem Schimmer, mit so einer Schimmercreme und ein Eyelinerstrich und unten dann irgendwas Buntes. So, ne, von den beiden. Wenn ich das nächste Mal zu Kiko komme, werde ich mir die auch noch in anderen Farben holen, weil ich mag die eigentlich total. Swatche ich euch auch nochmal schnell.
Ui, das war jetzt ein bisschen viel. Die sind so weich. Ich swatch euch gleich beide. Ich finde, das Lila ist einfach geil. Das hat so einen coolen Blauschimmer mit drin. Das sieht richtig cool aus. Ich mache euch wieder das Licht an. Das seht ihr, ist besser mit Licht, gell? So, das ist natürlich jetzt das Türkis und unten drunter ist das Lila. Und die mag ich total. Die halten richtig lang. Und gerade das Lila ist total geil irgendwie. Finde ich total cool. Also diese beiden habe ich sehr oft benutzt für den unteren Wimpernkranz. Und was ich auch für den unteren Wimpernkranz sehr oft benutzt habe, den habe ich auch lange Zeit irgendwie nicht beachtet. Und zwar habe ich von P2, den habe ich ja in schwarz, den benutze ich ja fast immer, von Perfect Look in schwarz, den benutze ich fast immer. Und das ist aber jetzt die Farbe 070 Blue. Und ja, den swatche ich euch auch mal daneben. Ist ein ganz, ganz schönes Blau, den habe ich auch heute habe ich einen anderen drauf, sorry. So, und das ist jetzt der Blaue hier. Machen wir mal Licht an. Das ist der Blaue. Das ist so ein cooles Blau. So ein richtig intensives Meeresblau, würde ich sagen. Das ist richtig cool. Ich stehe da zurzeit irgendwie drauf, die Augen oben dezent in Braun oder Grau oder so irgendwie zu halten. Oh, die Sonne, die knallt. Moment. Mariko reinlassen, der war draußen, und nochmal Rollladen ein Stück runter. Ja, also ich mag es zurzeit wirklich, so farbige an den unteren Wimpernkranz zu machen. Habe ich jetzt heute auch drauf. Ich habe aber einen anderen türkisenen heute genommen. Und ja, einfach so. Unten dann, oben habe ich was Schimmerndes und was Bräunliches. Und unten dann Türkis. Das habe ich sehr oft zur Zeit. So, jetzt habt ihr auch noch kurz mein Eye of the Day gesehen, auch zwar ohne Produkte, aber zumindest gesehen. Ja, ein Produkt habe ich noch, und zwar, was ich auch oft benutzt habe im Mai, ist MAC Luster Drops. Die halten aber auch echt lang, diese Dinger. Und zwar hier die MAC Luster Drops in der Farbe Pink Rebel. Ja, Pink Gravel. Und zwar habe ich das entweder ein paar Tropfen oder die Foundation gemischt, oder ich habe es mir mit einem großen Bufferpinsel nachträglich auf die Wangen getupft. Und zwar hat das ja so eine Spitze, was ich total cool finde und sehr hygienisch finde. Das war jetzt ein bisschen viel. Ein großer Tropfen für die Stelle. So. So sieht das aus. Das habe ich jetzt auf der Handfläche verteilt. Ein ganz, ganz toller Goldschimmer. Ja, das habe ich auch sehr oft benutzt im Mai. Entweder, wie gesagt, unter die Foundation gemischt oder einfach so auf die Wangen getupft nochmal. Ne? So, das waren jetzt meine Top-Produkte. Und ich habe natürlich, wie vorhin schon erwähnt, ein Flop-Produkt. Und dieses Flop-Produkt möchte ich euch natürlich zeigen. Und zwar habe ich da einen Aufsteller gesehen im DM von so einer neuen BB-Cream. Und ich habe noch keine BB-Cream bisher und auch keine getönten Tagescremes oder was auch immer. Und dachte irgendwie, cool, nimmst du mal eine mit, probierst es einfach mal aus. Vielleicht ist es ja was. Okay, also die war definitiv nichts für mich. Und zwar ist das die von Maybelline. Dream Fresh 8-in-1 BB-Cream. So heißt die. In der Farbe Apricot. Es gibt aber nur diese Farbe, Universal Apricot. Und da steht eben drauf, unsere Dream Fresh 8-in-1 BB Cream verleiht jedem Hautton strahlende Frische, ohne überschminkt auszusehen. Perfektioniert ihre Haut mit 8 Hautergebnissen einer Tube. Spendet Feuchtigkeit, lässt Makel verschwinden, glättet sichtbar, gibt natürlich einen Glow, schmeichelt ihre Haut, fühlt sich frisch auf der Haut an, schützt mit Lichtschutzfaktor 30, lässt die Haut atmen, ölfrei. Passt zu jedem Hauttyp an, kann über der Tagespflege oder auch ohne angewendet werden. So, jetzt ist es so, dass ich die ausprobiert habe und ich habe es zwar geswatcht dort, die hatten auch einen Tester, aber dachte dann irgendwie, ja, mal gucken, ist schon sehr orangestichig, mal sehen, wie es so daheim wirkt. So auf dem ganzen Gesicht aufgetragen, so sieht das aus. Ich
mache jetzt mal auf die Handfläche, damit ihr das sehen könnt. Die Farbe finde ich einfach irgendwie fürchterlich. Also sie passt sich bei mir nicht wirklich dem Hautton an. So sieht die aus. Ihr seht schon, diese Farbe ist wirklich sehr, sehr, sehr Aprikot. Und ich verteile das jetzt mal. Das war natürlich jetzt wieder ein bisschen viel für meine Handfläche. So kann man das jetzt verteilen. Das sieht natürlich immer noch orange aus. Ich habe jetzt aber auch ein bisschen viel. Wenn ich das jetzt hier ein bisschen verreibe und verteile, ich meine, klar, es wird dann dadurch auch ein bisschen, bisschen heller. So, ja, sieht man es jetzt. Passt sich dem Hautton an? Naja, kann ich nicht wirklich bestätigen, weil ich finde, dieser Orange-Stich, der bleibt einfach und den sieht man auch immer noch am Ende auch noch. Und also hier auf der Hand kann ich das gar nicht so richtig wiedergeben, aber ich finde es einfach wirklich ein Flop-Produkt. Das hat, glaube ich, um die 8 Euro gekostet und es deckt nicht wirklich ab. Ich meine, der BB-Cream soll ja nicht wirklich viel abdecken, aber so ein bisschen wenigstens schon, finde ich. Sie soll ja nicht wirklich so massiv sein wie eine Foundation, aber so ein bisschen abdecken fände ich schon ganz gut. Und die Farbe, irgendwie habe ich es mit der Farbe gar nicht. Ich meine, wenn man es im Gesicht verteilt, wirkt es nicht mehr ganz so orange wie jetzt eben so punktuell auf dem Handrücken oder so. Das nicht mehr, aber dieser leichte Orange-Stich, der bleibt einfach irgendwie. Es passt sich bei mir nicht wirklich dem Hautton an. Und was es da noch so alles verspricht, ja, natürlicher Glow finde ich auch nicht so wirklich. Lässt Makel verschwinden, habe ich jetzt auch nicht so wirklich entdeckt, weil ich finde nicht, dass sie irgendwie großartig abdeckt. Schmeichelt ihre Haut, naja, fühlt sich frisch auf der Haut an. Okay, die fühlt sich an wie eine Feuchtigkeitspflege, das vielleicht. Ja, spendet Feuchtigkeit, das kann ich schon, ja gut, Lichtschutzfaktor 30 wird es dann haben. Glättet sichtbar, finde ich jetzt auch nicht so unbedingt. Also das war jetzt wirklich ein Flop-Produkt. Ich habe es ja auch vielleicht wirklich nur 2-3 Mal ausprobiert und bin dann doch wieder zur Foundation. Ich meine, im Sommer, wenn man vielleicht etwas gebräunter ist, ist ja eine BB-Cream oder eine getönte Tagespflege auch ganz gut. Da nehme auch ich ungerne Foundation oder überhaupt so eine dicke Paste noch auf dem Gesicht, wenn man so schwitzt. Ich werde mir bestimmt die ein oder andere nochmal kaufen jetzt für den Sommer und ausprobieren. Ich finde, ich habe eine Probe gehabt von L'Oréal, von der Nude Magique. Die fand ich wirklich gut. Die werde ich mir wahrscheinlich in groß holen und die mal ausprobieren. Aber die hier irgendwie, ich weiß nicht, ich fand den Werbeaufsteller irgendwie ganz cool und diese Tube und dieses 8 in 1. Dann dachte ich, ja cool, nimmst du mit. Aber irgendwie ist es nicht so meins. Also das ist so mein einziges Flop-Produkt im Mai, wo ich für euch habe, aber dafür habe ich ja ganz viele andere Top-Produkte. Von daher, ja, relativiert sich das dann ja auch wieder. Und dann war es das. Heute ein relativ langes Video und vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir was in die Kommentare, was so eure Top-Produkte im Mai waren oder auch Flop-Produkte, würde mich interessieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.